Heute fliegen wir noch einmal mit SAS von Tromsø, geht es diesmal nach Oslo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und unsere ungefähre Flugroute könnt ihr hier auch auf der Karte sehen. Im letzten Video bin ich ja mit SAS von Longyearbyen hier in Tromsø angekommen und hier ging es dann ziemlich chaotisch weiter. Ich musste sowieso neu einchecken, da ich mit einem anderen Flugzeug weiterfliege. Das Gepäck ging also nicht durch, sondern ich musste quasi nochmal komplett neu einchecken. Das ging aber dann ganz gut und hier kommt auch schon meine Maschine an, aus Oslo kommend. Und zwar ist das ein A320neo mit der Kennung SEROZ und benannt ist der Oslo Viking. Und hier im Hintergrund seht ihr gerade meine alte Maschine, ebenfalls in Richtung Oslo abheben. Derweil wurde meine schon beladen, also die sind dann mit wenig zeitlichem Unterschied voneinander Richtung Oslo geflogen. Theoretisch sogar fast gleichzeitig, allerdings war dann meine Maschine auch ein bisschen verspätet. Ansonsten wären die tatsächlich genau gleichzeitig losgeflogen. Und diesmal hatte ich mir mal einen Platz ausgesucht, den sonst, glaube ich, niemand freiwillig nimmt, nämlich die allerletzte Reihe. In der Hoffnung, dass ich da dann niemanden neben mir habe. Allerdings war diese Maschine wirklich bis auf den allerletzten Platz ausgebucht. Und tatsächlich die allerletzte Person, die an Bord gekommen ist, die hat sich dann neben mich gesetzt. Also diesmal leider Pech gehabt. Und der Platz in der allerletzten Reihe ist auch wirklich nicht so gut, denn da fehlt das Fenster. Das heißt, man hat nur ein Fenster deutlich weiter vorne. Das war dann ein bisschen ungünstig. Deswegen die letzte Reihe würde ich euch nicht empfehlen. Die Reihe davor, da spricht aber eigentlich nichts dagegen. Da sind die Chancen recht gut, dass man alleine sitzt. Und dann war es auch schon Zeit für den Start. Ja, und auch hier wieder der Start, ziemlich beeindruckend. Fliegen in Norwegen, man kann es immer wieder nur betonen, ist wirklich wunderschön. Wobei eigentlich alle Arten des Reisens in Norwegen sehr schön sind, weil Norwegen einfach sehr schön ist. Ganz einfach. Und jetzt hier von Tromsø aus sind wir erstmal über einige Fjorde hinweggeflogen und dann eben Richtung Oslo. Ich war wieder im normalen SAS-Tarif unterwegs, demzufolge war nur ein Café inkludiert und hier seht ihr es auch nochmal mit dem Fenster. Das Fenster gehört schon fast der Sitzreihe vorne dran, deswegen seht ihr auch hier immer den Fensterrahmen im Hintergrund, weil ich eben gar nicht näher herankommen konnte an das Fenster, ohne jetzt die Person, die vor mir saß, zu stören. Deswegen letzte Reihe nicht ganz optimal, lieber die vorletzte Reihe. Und hier sind wir dann auch schon langsam im Landeanflug auf Oslo. Hier im Hintergrund zu sehen, der Bahnhof, dem ich dann vor meiner Spitzbergenreise mit dem Schienenersatzverkehr unterwegs war. Ja, und mit etwas Verspätung sind wir dann in Oslo gelandet. Für mich war das aber unbedeutend mit der Verspätung, denn ich musste nur noch ins Zentrum von Oslo, wo ich dann im Hotel übernachtet habe. Demzufolge hatte ich hier keinen Zeitdruck und konnte ganz entspannt quasi als letzter von Bord gehen. Das mache ich eigentlich immer, denn ich sehe da keinen Grund drin, sich so abzuhetzen, um unbedingt als erster von Bord zu gehen, denn alle, die so besonders hektisch hier unterwegs waren, habe ich nachher wieder an der Gepäckausgabe getroffen. Also es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und bei mir war das ganz entspannt, mir sehr viel Zeit gelassen und musste trotzdem am Ende noch ungefähr 5 bis 10 Minuten an der Gepäckausgabe warten, bis dann mein Koffer gekommen ist. Von daher, wenn ihr nicht gerade einen knappen Anschlussflug habt, spart euch diesen Stress. Es lohnt sich nicht unbedingt als Erster aus dem Flugzeug rauszugehen. Bleibt einfach ganz entspannt sitzen und wenn die Maschine dann halbwegs leer ist, geht raus. Ihr seid am Ende keine Minute später.
Und das war es auch schon für dieses Video. Im nächsten Video geht es dann hier am Flughafen weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.